Hallo, ich bin Astrid Neuth und ich unterstütze die Plattenladenwoche, weil Plattenläden wunderbare Orte sind, Musik zu entdecken, zu fühlen, zu sehen. Nichts wie hin. Plattenladen bietet den Vorteil, dass man vor Ort auch die Platte selbst noch anfassen kann. Also auch nochmal schauen, das Cover. Eine Band gibt sich ja auch Mühe, tatsächlich ein Booklet irgendwie zu machen, die Texte reinzumachen oder überhaupt das Artwork generell. Und das alles, das kann man ja digital sozusagen gar nicht erleben. Also das ist ja letztendlich einfach das ganze Produkt als MP3 klein geklatscht und fertig. Es ist ja ein Erlebnis, ne? Also die Präsentation hier zum Beispiel ist natürlich irgendwie großartig. Und wenn ich hier jetzt durchgucke, gehe ich garantiert mit 5 Vinyl raus, das weiß ich. Und das mache ich auch gleich. Mit dem Schwerpunkt Entdecke Ungehörtes wollen wir in diesem Jahr insbesondere die Leistung von Mitarbeitern in den Plattenläden und im Fachhandel vor Ort in den Mittelpunkt stellen. Wenn man ein paar Mal im Plattenladen war, kennt einen der Verkäufer, kennt er deinen Musikgeschmack, das merkt er sich und drückt dir gleich einen Stapel Platten in die Hand und sagt, hör da mal rein, das könnte bei dir passen. Even if I find all the treasures of the world, there'd be something missing. I'd be alive if I would tell you I am feeling fine. Mein letzter Besuch war in einem klassischen Plattenladen und ich saß da bestimmt 2 Stunden und der eine Mann kam auch immer wieder und hat mir die Platte gegeben und sagte, ja, und hör dir doch mal das an und das ist eigentlich ganz schön und das könnte dir gefallen und ich war da jetzt inzwischen öfter und das ist was ganz Besonderes und was ganz Wertvolles, finde ich. Heutzutage macht jeder alles über Social Networks. Das finde ich ist für mich ein größeres Social Networking, wenn ich in den Plattenladen gehe, als wie 5 Stunden irgendwie auf einer Social Network Plattform zu hängen. Da bin ich total isoliert, da bin ich nicht isoliert im Plattenladen. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wir hatten letztes Jahr Tim Bensko hier bei der Plattenladenwoche und wir sind förmlich überrannt worden. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Zum Zeitpunkt, als die Veranstaltung anfing, hatten wir tatsächlich ca. 1000 Leute im Haus und es waren noch welche, die draußen auf der Straße standen. Die 4. Plattenladenwoche wird 2012 vom 15. bis 20. Oktober mit vielen Events, In-Store-Gigs, Autogrammstunden in bundesweit in über 70 Städten stattfinden.